Oktober 1920 am Lago Maggiore. Der Maler Paul Klee erhält ein sensationelles Telegramm aus Weimar. Lieber verehrter Klee, wir lassen einstimmig den Ruf an Sie ergehen, zu uns als Meister ans Bauhaus zu kommen. Der 41-jährige Klee gilt als neuer Stern am modernen Kunstmarkt und macht sich trotzdem sofort auf. Denn das Telegramm trägt die Unterschriften von Gropius, Feininger, Marx, Muche, Itten. Für Klee sind nun die ruhmlosen Jahre vorbei. Das neu gegründete staatliche Bauhaus Weimar ist die modernste und umstrittenste Kunsthochschule Deutschlands. Noch vor einem Jahr hat man Klee an der Stuttgarter Akademie mit der Begründung abgelehnt, er sei erdfern verträumt. Das Jahr 1920 scheint eine Art Glücksjahr für den Künstler zu sein. Das Bauhaus ist eine konzeptionell einzigartige Kunsthochschule. Die Grundidee ist, die Grenzen zwischen elitärer Kunst und Handwerk aufzuheben. Nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs sind viele Künstler auf der Suche nach neuen Lebens- und Kunstformen, weit weg von denen des untergegangenen Deutschen Kaiserreiches. Klee trifft hier in Weimar zum ersten Mal den Gründer und Visionär der Schule, den Architekten Walter Gropius. In dessen Büro unterschreibt er den Vertrag. Der garantiert ein großes, unentgeltliches Atelier und ein festes Jahresgehalt von 16.500 Mark. Verdingt sich der Individualist Klee für Geld und Image an eine Institution unter dem Symbol der Kathedrale des Sozialismus von Lionel Feininger? Auch Gropius will für einen neuen Menschen arbeiten. Dafür strebt er eine neue Bau- und Wohnkunst an. Ihm war wichtig, dass er Leute auch ans Bauhaus holen konnte, die nicht nur schlechthin in der Kunst Neues wagten, sondern also auch, was nun nicht unbedingt bei Künstlern selbstverständlich ist, auch ein Interesse an der Reflexion des eigenen Werkes hatten. Und es war ihm immer sehr wichtig, dass das Leute sind, die also auch so ein Interesse an der theoretischen Durchdringung des eigenen Tuns und damit also auch an einer Pädagogik hatten. Das Verzeichnis der Bauhaus-Professoren, sie nennen sich bescheiden Formmeister, liest sich wie das Who's Who der Avantgarde. Lionel Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Georg Muche und nun Paul Klee. Der Bildhauer Gerhard Marx leitet die angeschlossene Bauhaus-Töpferei. Der Maler und Kunstpädagoge Johannes Itten, die wichtigste Figur des frühen Bauhauses nach Gropius, wird Klees großer Anreger. Klee ist weit gereist und hochgebildet, als er 1920 ans Weimarer Bauhaus kommt. Er hat in München studiert, sich in Paris umgesehen und sich mit Van Gogh, Cézanne und Matisse auseinandergesetzt. Er ist vertraut mit Kubisten wie Picasso und den russischen Konstruktivisten Elisitsky und Tatlin. Mit seelenverwandten Malern wie Kandinsky und Franz Marc ist er befreundet. Auch Klee sucht nach neuen Formen und Farben, um das neue Weltverständnis auszudrücken. Das hat er so in einer ähnlichen Form hat er das auch ausgedrückt. Vorher war alles noch ein bisschen da, ein bisschen und hier, man macht und arbeitet und sucht. Und mit dem Weimar Bauhaus war eigentlich eine gewisse Seriosität im Weiterarbeiten geschaffen und gegeben. Er hatte, wie viele andere Intellektuelle, gerade auch am Bauhaus, eine große Sehnsucht, ein großes Bestreben danach an einer Veränderung, nicht nur in den Künsten, sondern also auch in der Gesellschaft mitwirken zu können. Und das sah er am Bauhaus als gegeben an. Und als er ahnte dort Möglichkeiten eines anderen Lebens, auch einer anderen Möglichkeit auf die Welt einen Einfluss auszuüben.
Dass sich Paul Klee intensiv mit gesellschaftsrevolutionären Gedanken beschäftigt hat, wird später fast in Vergessenheit geraten. Doch sie waren ein Grund für ihn, dem Ruf ans Bauhaus zu folgen. Wie Gropius will er mit der Kunst ins Handwerk eindringen, um sie so für alle nutzbar zu machen? Und so stürzt er sich in die praktische Arbeit, um bald junge Künstler ausbilden zu können. Er sieht sich um, bevor er schließlich als Formmeister die Buchbinderei übernimmt. Wie in allen Werkstattklassen gemeinsam mit einem Handwerksmeister. Der Schweizer Maler und Pädagoge Johannes Itten hat einen besonders großen Einfluss auf die neue Formensprache. Am Bauhaus ist ein verrücktes Völkchen versammelt. Die Studenten haben wenig Geld, wenig zu essen, aber der Enthusiasmus triumphiert. Itten leitet den Vorkurs. Seinen Unterricht beginnt er stets mit Atem- und Gymnastikübungen. Er vertritt eine mönchisch-buddhistische Geisteshaltung. Auch viele seiner Schüler sind bald überzeugte Vegetarier, hüllen sich in scharlachrote Gewänder und verehren ihren Meister. Im Goethe- und Schillerstädtchen Weimar ist der Bürger irritiert. Kulturbolschewismus lautet der Aufschrei der Kleingeister. Auch Klee findet durchaus, dass Itten übertreibt, aber dessen Sinn für Material, Form und Farbe bewundert er. Noch ist Klee allein in Weimar, seine Familie lebt in München. In seinen Briefen schwärmt er von der ehemaligen großherzoglichen Kunstgewerbeschule, ein Jugendstilgebäude, das Henry van der Velde entworfen hat. Sein Atelier beschreibt er ganz genau. Der große Raum ist noch ganz leer und wird es vorläufig bleiben. Er misst 10 auf 11 Schritt und hat gute Wände für Bilder. Stehstaffeleien gibt es in Weimar nicht, Zeichentische auch nicht. Schöne Spezialgeschäfte. Die anderen Dinge bekomme ich im Bauhaus. Pappen, Papiere, Leinwand, Farbe. Und die Zentralheizung funktioniert. Ich brauche den Ofen nicht. Für Paul Klee ist die Berufung ans Bauhaus auch ein sozialer Aufstieg. Aus der Bohème ins Bürgertum. Der Umzug nach Weimar gerät in der Familiengeschichte zur Legende. Klee-Enkel Alexander erinnert sich an Erzählungen seines Vaters. Wie mir mein Vater immer erzählte, war es natürlich eine Sensation. Es war das erste Mal, dass sie elektrisches Licht hatten. Und wie er so schön sagt, den ganzen Tag mit den Schaltern gespielt und Licht an und Licht ausgemacht, weil das für ihn so was Fantastisches war. Und das Leben war hier sicher viel einfacher als in der kleinen Münchner Wohnung. Da haben sie sich wirklich sehr wohl gefühlt hier. Im Frühjahr 1921 hat auch für Klee der reguläre Unterricht begonnen. Der Maler ist scheu. Schüler kolportieren später, er sei zur ersten Vorlesung rückwärts in den Raum gekommen. Akribisch bereitet sich Klee auf jede Stunde vor. Vor dem ersten Strich liegt eine ganze Vorgeschichte, referiert er. In der Linie sieht er das elementarste Gestaltungselement. Die primitiven Völker haben sie benutzt und immer wieder die Kinder. Ihn interessiert das Bewegungspotenzial. Eine Linie büßt ihren aktiven Charakter ein, wenn sie die Umrisse einer Flächenform umschreibt. Sie wird medial. Im pädagogischen Skizzenbuch wird Klee 1925 seine elementare Gestaltungslehre veröffentlichen. Er ist überzeugt, Kunst ist nicht lehrbar. Sie erfordert ein gewisses Maß an Genie. Aber auch Genie muss sein Handwerk beherrschen. Die Zwiesprache mit der Natur ist für Klee die Grundbedingung aller Kreativität. Erst wenn der Künstler die Ursprünge der Natur einigermaßen versteht, kann er sich von ihrer bloßen Reproduktion lösen. Klee ist überzeugt, der Künstler ist keine verfeinerte Camera Obscura. Erst wenn er hinter die Erscheinungen blicken kann, ist er in der Lage, das Wesentliche unter der Oberfläche sichtbar zu machen.
Kunst, wird einer seiner berühmtesten Sätze lauten, gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Für Klee ist die Reduzierung auf das Wesentliche die ihm gemäße Art, die Welt zu erkennen. Das Wichtige war auch, dass er auch so weit ging, gestalterische Grundprinzipien vorzustellen, die er selber in seinem Werk nicht anwandte. Er hat also sehr viel mit grafischen Darstellungen gearbeitet. Diese Darstellung hat er dann beendet und hat gesagt, das ist eine Möglichkeit, dieses gestalterische Problem zu lösen. Ich bediene mich ihrer übrigens nicht. Also er hatte auch einen Abstand und konnte also auch eine Bandbreite von Möglichkeiten entwickeln. Nach dem Unterricht genießt Klee sein großes Atelier. Es ist für ihn eine Art geheimes Laboratorium. Ab 1922 öffnet er es alle 2 Monate für seine Schüler. Ein Dutzend Staffeleien stehen dort. Klee arbeitet oft an mehreren Bildern gleichzeitig. Manchmal sitzt er stundenlang in einer Ecke, mit der Pfeife im Mund rauchend, scheinbar mit nichts beschäftigt, aber im Innern voller Wachsamkeit. Er wartet oft lange, bis die Bilder ihn anschauen. Wenn das geschieht, dann ist die Lösung meist gefunden und das Bild mit wenigen Strichen vollendet. An seine Frau Lili schreibt er: Ich zeichne und denke über meinen Kurs nach. Alles miteinander. Denn es muss zusammengehen, sonst ginge es überhaupt nicht. Er hat ja auch mal ausgedrückt, eigentlich sollte ich Schulgeld zahlen am Bauhaus und nicht die Schüler. Weil er viel mehr lernt dabei. Weil für ihn seine Arbeit, das war für ihn die Umsetzung, das auch weiterzugeben. Obwohl er ja nicht belehren wollte, er wollte nur lehren, die Sache, dass die Schüler mit den Sachen umgehen können und vielleicht neue Wege finden. Und für ihn war das ganz sicher eine enorme Auseinandersetzung mit dem, was er bis dahin gemacht hat und das erst plötzlich nach außen bringt. Und nicht über das Bild, sondern über das Machen. Trotz des eindeutigen Programms, das Bauhaus ist ein Schmelztiegel widersprüchlichster Ideen. Innerhalb der Schule wird das Bauhausprogramm ständig diskutiert. Zwischen Direktor Walter Gropius und dem Werkstattmeister Johannes Itten kommt es zu einem Richtungsstreit. Itten lehnt es ab, die Schüler in Auftragsarbeiten einzubinden. Schließlich kündigt er. Die Bauhausmeister sind aufgefordert, über die Zukunft zu entscheiden. Klee, für seine Zurückhaltung bekannt, äußert sich vornehm, aber deutlich. Ich begrüße es, dass an unserem Bauhaus so verschieden gerichtete Kräfte zusammenwirken. Für das Ganze gibt es nichts Falsches und Richtiges, sondern es lebt und entwickelt sich durch das Spiel der Kräfte. Er hat versucht, natürlich zu vermitteln dort und hat sich letztendlich ja auch auf die Seite von Walter Gropius gestellt. Er hat sich ja dann zu diesem neuen Kurs bekannt. Das Bauhaus ist eine staatliche Einrichtung und wird von Steuergeldern bezahlt. Die Regierung, die dem Bauhaus Kredite gewährt hat, fordert 1923 Rechenschaft über die Arbeit. Die Bauhäusler sollen eine Ausstellung organisieren. Klee unterstützt das Projekt. Der Meisterrat beschließt, ein vollständig eingerichtetes Musterhaus zu bauen. Es wird das erste Beispiel neuen Wohnens in Deutschland. Am 15. August 1923 eröffnet Gropius die Bauhausausstellung mit dem richtungsweisenden Vortrag Kunst und Technik, eine neue Einheit. Walter Gropius sucht jetzt verstärkt die Nähe zur Industrie. Einerseits, weil er erkennt, dass nicht dem Handwerk, sondern der Industrie die Zukunft gehört. Aber auch wegen der finanziellen Notlage der Schule. Er überlegt sogar, einen Bauhausproduktionsbetrieb zu gründen. Der bildende Künstler Klee sieht sich trotz seiner pädagogischen Mission am Bauhaus als Einzelkünstler und autark. Das hindert ihn nicht, die Bauhausziele vehement zu vertreten.
In seinem mitreißenden Vortrag über die moderne Kunst formuliert er im Januar 1924 sein großes Ideal. Manchmal träume ich ein Werk von einer ganz großen Spannweite. Das wird sicher ein Traum bleiben. Wir fanden Teile dazu, aber noch nicht das Ganze. Wir haben noch nicht diese Kraft, denn uns trägt kein Volk. Das kleinbürgerliche Weimar ist früh eine Brutstätte für rechtsradikales Gedankengut. Als die deutschen Nationalen 1925 den Geldhahn abdrehen, bricht der Standort Weimar für das Bauhaus zusammen. Die Meister traten also die Flucht nach vorne an und boten sich anderen Städten an. Und da gab es dann Angebote aus Hagen, aus Frankfurt am Main, wo man dann beinahe hingegangen wäre. Und völlig unerwartet dann ein Angebot aus Dessau. Und Paul Klee gehörte dann mit zu den Ersten, die dann nach Dessau gefahren sind, um überhaupt zu gucken, was hier überhaupt für das Bauhaus interessant wäre, ob das überhaupt ein Ort wäre, wohin man gehen könnte. Denn alle waren sich am Anfang eigentlich einig, dass Dessau stand überhaupt nicht auf der Wunschliste. Doch dann fällt die Wahl doch auf Dessau. Denn die Stadt bietet an, die Bauhäusler dürfen ein Schulgebäude ihrer Wahl errichten. Eine einjährige Übergangsphase beginnt. Klee fährt alle 14 Tage in die Industriestadt. Noch wird in provisorischen Räumen unterrichtet. Für Klee erweist sich die widersprüchliche Garten-, Industrie- und ehemalige Fürstenstadt als äußerst anregend. Er verändert sich auch äußerlich. Der Bart kommt ab. In Dessau scheint sich ein Traum zu erfüllen. Es entsteht ein ganzer Bauhaus-Campus. Drei Doppelhäuser für die sechs Altmeister werden gebaut und ein Einzelhaus für Gropius. Klee bezieht ein Doppelhaus gemeinsam mit seinem Freund Kandinsky. An seine Frau Lili schreibt er nach Weimar: Nach dem Essen war ich am Bau. Es gefällt mir alles gut, aber der Clou ist das Atelier. Es gibt ein Ess- und ein Musikzimmer, zwei Schlafzimmer, ein Mädchenzimmer neben der Küche. Was sollen die Arbeiter denken, wenn sie uns auf unseren Terrassen sitzen sehen, notiert Klees Nachbar Georg Muche. Der teilt sich ein Haus mit Oskar Schlemmer. Klee genießt den Luxus und die Nähe zur Natur. Gleich hinter dem Haus beginnt der Wald. Von dort kann er bis zu den Elbniederungen laufen. Dessau und seine Umgebung sind Teil des berühmten Wörlitzer Gartenreiches. Für den Musiker Paul Klee war es dann auch sehr wichtig, dass es hier ein, wie er dann sehr schnell feststellte, sehr gutes Orchester gab, mit dessen Mitgliedern oder einigen Mitgliedern er auch des Öfteren Quartette von Mozart und Beethoven gespielt hat. Er stand ja vor der Wahl, Musiker zu werden oder Maler zu werden. Er war ein absolut begnadeter Geiger, hat als junger Mensch schon im Berner Symphonieorchester gespielt, hat auch damals schon Kritiken geschrieben für die Zeitungen und so weiter. Er war sehr stark musikalisch. Am 4. Dezember 1926 wird das eigentliche Bauhausgebäude eröffnet. Gropius Entwurf mit Mensa, Werkstätten, Ateliers, Studentenunterkünften und Bauhausbühne wird von 1500 Gästen bestaunt. Klee gibt am Eröffnungsabend ein Geigensolo. In Dessau kommt es zur Blüte der Bauhausidee. Das Ideal, Zweck und Form miteinander zu verbinden, bringt faszinierende Produkte hervor. Der Ansatz, über Kunst und Handwerk das Leben der Menschen zu verbessern, scheint allmählich zu funktionieren. Gleichzeitig ist das der Beginn der internen großen Bauhauskrise. Klee und sein langjähriger Freund Kandinsky wollen mehr als künftigen Architekten Formwillen beizubringen. Als Kompromiss richtet Gropius wieder Malklassen am Bauhaus ein.
Trotzdem fühlen sich die Maler aus dem Ideenprozess der Schule gedrängt. Sie reagieren mit Rückzug. Ise Gropius notiert, sie lesen keine Zeitungen und vergraben sich in ihren Ateliers. Die Zeit der Maler am Bauhaus scheint wirklich vorbei zu sein. Sie sind dem eigentlichen Kern der Arbeit entfremdet. Junge Meister drängen nach, vertreten vehement den Bauhausgedanken und streben nach sozialem Aufstieg. Klee und Kandinsky sind inzwischen so etwas wie Vertreter einer alten Schule, die auch an besonderen Umgangsformen festhalten. Sie hatten ja eine Verbindung, die beiden Häuser, Kandinsky und Klee. Im Keller, da war eine Tür. Und wie mein Vater mir erzählte, diese Tür wurde nie verwendet. Man besuchte sich nicht über den direkten Zugang von einer Wohnung zur anderen, sondern man ging außen rum und klopfte an die Haustür. Man respektierte den Wohnraum. Paul Klee ist 1927 auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er variiert Themen und Formen. Wie kein zweiter Maler am Bauhaus experimentiert er mit Technik und Material. Er kombiniert die verschiedenartigsten Verfahren. In der Bearbeitung des Malgrundes überschreitet er die traditionellen Grenzen von Zeichnung, Aquarell und Ölmalerei. Sein Atelier gilt als eine Art Zauberküche. Er ist inzwischen einer der wichtigsten Künstler der Weimarer Republik mit internationalem Renommee. Eine Kunstenthusiastin sorgt für Ausstellungen und die Verbreitung seines Werkes in den USA. In Frankreich bewundern ihn die Surrealisten um André Breton als Poeten des Unbewussten, als einen besonderen Fall des Romantischen. Obwohl Klee schon ein wenig unterrichtsmüde ist, verehren ihn die Bauhaus-Studenten als moralische Instanz. Gewisse Bauhäuser nannten ihn den lieben Gott, ein bisschen ironisch, und andere, für andere, da gibt es sogar eine Zeichnung über ihn, nannte man ihn den Buddha. Das war schon ein Zeichen, dass er so etwas, eine gewisse Weisheit ausstrahlte, die den Bauhäuslern unheimlich Sicherheit gaben, und auch sie suchten den Kontakt auch zu ihm. Bauhausmeister, Familienvater, Weltkünstler. Klee will und muss immer der jeweiligen Rolle genügen. Bei den ausgelassenen Festivitäten der Studenten ist er immer dabei, auch wenn er sich früher als andere zurückzieht. Noch aus der Weimarzeit stammen die Puppen, mit denen sein Sohn Felix die Bauhäusler unterhielt. Doch zunehmend sucht er nach Inspiration von außen, sehnt sich nach dem Abstand und den Anregungen, die er auf Reisen erfährt. Am Ende des Sommersemesters 1927 reist er zu einem zweiwöchigen Aufenthalt nach Frankreich. Sein Ziel ist Porquerolles, eine schmale Insel südlich von Toulon. Im Süden blüht Klee auf. Wie jedes Jahr verwandelt sich der zurückhaltende Mann in einen lebenslustigen Genießer. Er wandert, hockt auf einsamen Felsen und arbeitet leidenschaftlich mit neuer Leichtigkeit. An seine Frau Lili schreibt Klee: Das Klima ist gleichmäßig, meist luftig oder windig. Spaziergänge sind wenig anstrengend und sehr durch fabelhafte Aussicht belohnt. Die Freiheit am Meer ist so wundervoll, dass er die Rückkehr ans Bauhaus um Wochen vergisst. Von Gropius und den Bauhausmeistern kommt ein mahnender Brief, der ihn auffordert, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Klee antwortet unlustig, er sei in erster Linie produzierender Künstler. Und auch seine Aufgabe als Erzieher könne er nur dann erfüllen, wenn er die Lehrtätigkeit selber produktiv gestalten kann. Es gab also dann nicht nur finanzielle Probleme am Bauhaus, sondern erste Angriffe. Dem Bürgermeister von Dessau wurden Vorwürfe gemacht, zum Teil sogar von der SPD, die eigentlich dort vorwiegend also das politische Geschick in Dessau damals bestimmte, dass er eine Institution geholt hätte, die nun zu teuer würde für Dessau und deren Ergebnisse in keinem Verhältnis zu dem Aufwand stehen würden. Also Konflikte, die mit dazu beitrugen, dass dann 1928 also nicht nur Walter Gropius, sondern mit ihm also auch Marcel Breuer, Herbert Bayer und andere wichtige Gestalter des Bauhaus die Institution verließen. Und Hannes Meyer, der schon ab 27 die Architekturlehre geleitet hatte, der zweite Bauhausdirektor wurde. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub empfindet Klee noch stärker als in früheren Jahren die Lehrtätigkeit als Last. Wie schwer ist doch jedes Mal nach der Ferienreise der Anfang hier in Dessau. Man weiß nicht mehr, wozu man unterrichten soll. Und auch das Malen will nicht mehr recht gehen. Wegen des finanziellen Drucks, unter dem das Bauhaus steht, zwingte der neue Bauhausdirektor Meyer die Maler noch mehr zu unterrichten. Klee fügt sich, nimmt die Aufgabe ernst und unterrichtet jetzt auch in der Webereiklasse. Im Vorkurs lehrt er elementare Gestaltungslehre der Fläche. Gerade in der Weberei werden Klees Einflüsse im Bauhaus besonders sichtbar. Trotzdem überlegt Klee ernsthaft, das Bauhaus zu verlassen. Seine Probleme mit dem Funktionalismus am Bauhaus formuliert er in einem programmatischen Aufsatz über exakte Versuche im Bereich der Kunst. Wir konstruieren und konstruieren, und doch ist Intuition immer noch eine gute Sache. Man kann ohne sie Beträchtliches, aber nicht alles. Man kann lange tun, mancherlei und vielerlei tun, Wesentliches tun, aber nicht alles. Deutschland schlittert immer mehr in die Weltwirtschaftskrise. Auch in Dessau gärt es. Politisch wird das Bauhaus als undeutsche kommunistische Negerarchitektur diffamiert. Wieder einmal versucht Klee zu vermitteln und will doch längst weg. Es wird noch dauern, bis Klee 1930 seinen Abschied einreicht und an Meyer schreibt: Mein eigener Rückzug vom Bauhaus führt mich ganz in das alte Reich der Kunst, um dort die Seligkeit für mich zu finden. Die Sehnsucht nach einem Neubeginn war immer dringender geworden. Wie oft im Leben hat eine Reise in den Süden seine Entscheidungen beeinflusst. Nachdem er 1914 in Tunesien die Farbe für sich entdeckt hat, ist es diesmal Ägypten mit seinen Geschichten und Mythen, dass Klee endlich wieder zu seiner eigenen Bestimmung kommen lässt. Der hat Ägypten gespürt. Ich glaube, es ging nicht nur um die Landschaften, es ging auch um die Geschichte, die alte Geschichte Ägyptens, die sein Werk dann eigentlich bis zum Schluss nie verlassen hat. Auch die Hieroglyphenzeichen in seinen Bildern sind ja manchmal sehr nahe an dem, was er damals eben mitgebracht hat aus Ägypten. Das war für ihn ganz sicher noch mal so etwas wie ein neuer Anfang. Paul Klee ist 51 Jahre, als er dem Bauhaus endgültig den Rücken kehrt und schreibt: Vielleicht habe ich Glück und fange von vorn an.